Das Namaste. Ja, das sagen wir in Nepal. Ja, Ahmad, ich wollte meine Frau hierher bringen, dann hast du nichts dazu achten? Ja, zuerst, das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, oder wie man das sagt, ich weiß nicht. Für deine Frau, du musst ihre Lebensunterhalten in Deutschland versichern. Mhm. Entweder du brauchst eine feste Arbeit, ja. In Höhe, dein Lohn sollte in Höhe mehr als 2000 Euro sein, brutto. Ja, pro Monat. Ne? Pro Monat, ja. Und dann für deine Wohnung sollte für jede Person mindestens 14 Quadratmeter sein. Das heißt für zwei Personen 28 Quadratmeter. Ja. Und dann für deine Frau, du brauchst ein Zertifikat mindestens in Niveau A2. A2, ja. Von Deutsche, diese Goethe-Institut. Ja. Ja. Die waren diese vier Hauptunterlagen und dann die anderen sind einfacher, diese zum Beispiel Reisepass, ihre Motivation, Lebenslauf und so weiter. Wenn du hast diese vier Teile. Und brauchst du auch so Hochzeitantrag in deinem Heimat? Natürlich. Das ist auch wichtig, du musst das, ja, das heißt Heiratsurkunde. Heiratsurkunde, du musst das, wenn du bist in deiner Heimat geheiratet, du musst das übersetzen auf Deutsch und dann das musst du dann mit Stempel in Notarial beglauben. Ja. Du brauchst diese Beglaubigung und dann von deiner Frau, wenn sie hat zum Beispiel an der Schule studiert oder an der Uni, wenn sie hat abgeschlossen ein Diplom oder schulische Attestat, das muss da auch übersetzt werden. Also auf Deutsch? Auf Deutsch. Okay. Und was habe ich? Ja, und du bist als Azubi und du hast keine feste Arbeit und dann wie finanzierst du deine Frau dann? Deswegen, ich habe jetzt ein Sperrkonto eröffnet für meine Frau in Höhe 10.500 Euro. Ja. Die deutsche diese Ausländerbehörde haben das gerechnet. Das reicht für meine Frau. Für ein Jahr in Deutschland zu leben. Aha. Also deswegen, also das bedeutet, du brauchst eine Finanzierung, ne? So Zertifikate, das kann so Sparkonto sein. Und Zertifikat ja. Und deine Wohnung. Ja, Wohnung. Für zwei Personen.